So, bevor es dann tatsächlich doch weitergeht mit Saarbrücken, mache ich noch was anderes. Ich gehe ja ganz kurz noch. Ich muss einen Linksverteidiger verpflichten. Das kann nicht sein, wenn ich da hinten ein Problem habe. Wenn ich da hinten einen Spieler verliere, dann habe ich ein Problem. Deswegen gucke ich jetzt tatsächlich in der Bundesliga nochmal. Ob ich da irgendwo ein Talent kriege, vielleicht ein günstiges Talent bekomme, der ich noch irgendwie verpflichten kann. Ich habe ein bisschen Geld auf den dran, also viel ist es nicht, aber ein bisschen. Defensiv. Linksverteidiger, Bundesliga. Ist egal, welche Spieler hier. Weil es ja jetzt irgendwie möglich ist vom Dings her. Ich soll ja einen etwas älteren Spieler verpflichten. Einer, der uns jetzt direkt helfen kann. Gucken gerade. Also, den habe ich so ein bisschen auf dem Schirm jetzt gerade. Krieg ich den für den Apfel und ein Ei kassiert? Ne, hätte ich nicht geliehen, ne? Hätte ich nicht kommen. Ja, der wird nicht für den Sportpreis kommen, klar. So, schauen wir mal. Ich muss ja gucken, dass ich jetzt auch mal einen Spieler verpflichte. Ich brauche einen Verteidiger. Brent Andresen, ja, der ist tatsächlich jetzt. Ich kann mal gucken, ob ich ihn gekauft bekomme ob ich nochmal verliehen bekomme. Nicht kommen für den Preis. Kommt er tatsächlich noch mal zurück? Der Herr Andresen. Ich glaube, der HSV wird sagen, nö. Aber warte mal, ich versuche noch mal was. Transfersumme angebieten. Ich habe ja 460.000 auf dem Konto. Ich glaube, der wird für das bisschen Preis wird er nicht kommen. Wir wollen die haben, Schilder. Ja, könnt ihr haben, komm. Ist sowieso keiner, der unbedingt Stammspieler ist, deswegen tut der Transfer auch nicht weh. Da gibt keine Freigabesumme. Und der nächste, der erste Leistungsträger, der eigentlich gerade erst vom HSV zurückgeholt wurde, kommt zurück zur Spielvereinigung Bayreuth, aber diesmal nicht als Leihspieler, sondern diesmal als fester Spieler. Willkommen back, Brent Andresen. Per Spielertausch gegen Patrick Schäder, der keine Rolle bisher gespielt hat. Und das ist jetzt die Bewertung. Cool. Ja, ist aber gut, alles gut. Wir haben einen Verteidiger. Ich habe meinen Wunschspieler, wenn ich Novora noch kriege, dann sieht es wieder alles ein bisschen anders aus. Jetzt habe ich zumindest einen schon mal durch. Angreifer, ich brauche einen Stürmer auf jeden Fall. Der jetzt natürlich aus der zweiten Liga gekommen ist. Der wird wahrscheinlich aber nicht kommen. Der ist aus Frankfurt ausgeliehen. Der wird nicht zu uns kommen. Der wird nicht für den Sportpreis von 400 noch was zu uns kommen. Da bin ich mir fast sicher. Da bin ich mir sowas von sicher, dass er nicht kommen wird. Der wird sofort wieder aufstehen und sagen, nein, ich gehe.
Freud. Ja, es könnte klappen. Also das wäre dann natürlich ein älterer Spieler und ich hätte einen Stürmer. Wenn er dann kommen würde. Wird natürlich nicht kommen, nicht für den Preis, okay. Check vielleicht. Nein, das wollte jetzt nicht mehr so am Brücken geht. Gibt es jetzt noch mal ein bisschen was? Gibt es jetzt noch ein bisschen Transfergebären? Warte mal, kurz gucken, ob der noch. Ich schau mal, ob der. Der ist ja ist jetzt schon über 30. Wie soll der. Das ist nur meine Idee. Ich habe ja keine Kohle. Gut, schauen wir mal. Scoutet ihn mal ein bisschen, die spanische Spieler. Vielleicht wäre das eine Idee. Ja, wie gesagt, ehemaliger Spieler von uns zum HSV zurück. Jetzt gewechselt. Schleusener vielleicht. Ach komm, leg mich doch mal. Gib mir doch mal einen Spieler, Alter. Ich will einen Spieler haben, brauche ich. Ich brauche einen Stürmer. Ich wollte den jetzt eigentlich nicht schon jetzt verpflichten. Sorry, muss ich leider beenden. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen, den zu verpflichten zur neuen Saison. Der wechselt ja aus. Komm, gib uns den John Verhoek. Ich brauche jetzt einen Spieler, der mir jetzt eigentlich mehr oder weniger mehr fast sofort helfen kann. Kann ich jetzt einfach abflachsen? Für Spieler. Schon mal, den wird definitiv nicht kommen. Der Buch wird genauso wenig kommen. Ja, da bin ich ja dran an dem. Ich brauche einen Spieler. Der vielleicht uns ein bisschen helfen kann. Vielleicht hat er jetzt nicht direkt in die dritte Liga, zu uns rüber in die Liga. Ja, dann ist das jetzt so, dass man tatsächlich nicht gegen Saarbrücken muss, sondern wir schauen, wir gehen auf Stürmer. Also wir machen die Folge draus, dass ich tatsächlich, bis vor es nach Saarbrücken geht, jetzt Spieler suche. Ist halt jetzt so. Ach, der beendet seine Karriere. Schade, ich hatte überlegt, dass ich, ob ich ihn vielleicht kriegen, ob ich ihn kriegen kann. Der hat mich aber auch richtig Ärger gemacht. Er hat auch Vorsorger gemacht.
Warum wollt ihr alle mein Geld nehmen? Weil die Spieler nicht geben. Ich muss die Liste mal langsam leeren, ne? So ein bisschen. Das ist das Problem, wenn die alle mindestens ein halbes Jahr nur Vertrag haben. Ich will den Spieler eigentlich gerne sofort verpflichten. Ich soll den Spieler verpflichten. Das ist klar. So, dann gucken wir mal wegen Manuel Schäffler von Dynamo Dresden. Dann kommen würde. Ach, die könnt mich alle mal am Arsch lecken, Alter. Ernsthaft jetzt, dass ich die Spieler, die zu ein paar Leute nicht kriegen kann? Da könnte ich versuchen. Das war dann einfach. Okay, den kann ich nicht leihen. Naja, das war eine Idee vielleicht. War da noch einer, den ich nicht gesehen habe. Kriegt er auch nur erst. Das ist wohl immer, die alle auslaufen, die Verträge, die älteren Spieler. Ich will die Aufgabe lösen, das ist halt einfach. Sind viele Spieler dabei, wo ich so ein bisschen überlege, die vielleicht für die Zukunft mal irgendwas wären. Ups, den Rote wollte ich eigentlich nicht rocken. Aber dann sind jetzt die ganzen älteren Kandidaten, sind jetzt natürlich alle nicht so interessant, was zukunftsmäßig betrifft. Er wird nach der Saison erst kommen. Wir gehen natürlich viel mit dem jungen Weg weiter. Okay, das Gewächs über Straßburg.
Spieler dabei, die werden wahrscheinlich nicht unzahlbar sein. Nils Petersen. Halbe Jahr. Da kommt halt die Aufgabe, dann gelöst, als gelöst dasteht. Ich habe jetzt bewusst mal sowas gemacht. Gut. Dann machen wir es noch in der nächsten Folge erst. Für die nächste Folge geht's dann gegen Saarbrücken.